Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video auf YouTube. Ich bin ja jetzt in letzter Zeit ja am Twitch-Livestream gewesen und da haben wir ja diesen Charakter aufgebaut. Das ist ein Guide, ich kann das kurz zeigen. Also wir haben hier Last Epoch Tools und wenn wir da Last Epoch schauen, dann ist der Guide recht offensichtlich hier oben. Der da. Da habt ihr vom guten The Curse ein Video. Und im Video gibt es den Link zu diesem Pläne. Genau. So. Gut. Im Gameplay, ich werde nicht so viel reden. Ich werde euch einfach so ein bisschen das Spiel zeigen. Bin jetzt auch gerade ein bisschen müde. Vom Sport noch. Fast um Mitternacht. Ja, okay. 23:11 Uhr ist gerade bei mir. Gut. Noch nicht ganz Mitternacht. So. Wir beenden Akt 6, glaube ich. Auf jeden Fall die Eisregion. Vom Herof. Der ist gerade hier unten dann nochmals zu sehen. Jo, mit dem Reflekt, also das, ja, der Bone Golem wird einen reflekten. Wir haben aber diesen Schrei, ja, Bone Curse. Macht noch Reflekt. Und Bone Nova, genau. Jo, leider ist Last Epoch momentan echt nicht gerade so beliebt bei Livestreams auf Twitch. Deshalb mache ich das gerne hier für die Ewigkeit. Auf Twitch, ja, schauen die meisten Leute dann nicht mehr irgendwie ein ja, Video vom Livestream, eine Aufzeichnung. Und hier auf dem Kanal sehe ich auch, die Aufzeichnungen haben nicht so viel. Mal aufgedacht. Genau. Und es tut leider immer den Loot-Fade raushauen. Muss mich wieder ein bisschen gewöhnen dran. Genau. Ich wahrscheinlich doch ein Let's Play draus machen. Ja, es ist immer ein sehr toller Bild. Genau. Jo. Die sterben, habt ihr gesehen, die sterben einfach, weil sie den Golem angreifen. Da müssen wir schauen, dass natürlich der Golem angegriffen wird und nicht ihr. Einfach ein bisschen herumlaufen. Ja, somit ist eigentlich alles geklärt. Wir machen uns und den Golem natürlich so zäh wie möglich. Wir haben einfach noch nicht genügend gute Verteidigung. So, Herof. Ja, der stirbt jetzt. Oder Herof. 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 Jo. Und jetzt kommen wir dann schon zum nächsten, zum Wassergott vom Westen. Und ja, viel Spaß, gell? Jetzt müssen wir noch mit dem reden. So. Machen wir ein bisschen schneller. Okay, zurück. Gut. Jetzt müssen wir also nach unten auch. Ich kann ja mal die Skillung kurz noch zeigen. Also hier habe ich vor allem hier nach links gemacht, damit das Minion auch getroffen wird vom Baum, vom Blut, Rip Blut. Hier vor allem hier nach Reflekt. Und hier auf jeden Fall, dass kein Schaden, also Elf Drain kein mehr ist und hier unten Damage und dann Crit mehr. Und hier noch einen Punkt in Ignites Minion. Each Second, dafür Crit heißt. Und beim Golem natürlich ein Bono. Und hier unten Defensiv und hier noch den Damage. Wir machen dann. Okay. Und da muss ich, glaube ich, hier einfach gehen. Er ist A. Nein, nicht A. Ist passiv, es ist F, glaube ich. Jo. Hier vor allem auf die 4 Skills. Ja, passive Skill-Punkte. Und hier vor allem, jo. Morphle-Tiefe ist am meisten. Frenetic Summons. Hier unten. Bring to Life.
und Rave of Bones, dann noch hier Heresy, Rite of Undeath, ja, so. Und dann bei Lish auch noch Intelligenz und weniger Mana kosten, glaube ich, oder so. Ja, 10 Punkte gesehen in einem passiven Punkt. Genau. So. Also wenn ihr mal von OP Zauber getroffen werdet, dann habt ihr das gut aus, weil ihr immer wieder Mana absaugt und auch eine gute Defensive habt, die ich jetzt momentan noch nicht so gut habe. So, will ich dann auch weiter. Und ich bekomme immer nur diese Eisinsekten eben. Ja, und nicht vergessen, Great Shade einzusetzen. Wäre bei Größen. Ich habe jetzt momentan nicht so dicke Gegner. Deshalb setze ich das nicht so ein. Und es geht auch einige Zeit. So, dann weiterhin auf Offensive, also mehr Vitalität, mehr Resistenzen. Genau. Als nächstes das in der Mitte, was wir dann noch einen Punkt freispielen. Hier gibt es irgendwo goldene Truhe noch. T4 oder T6 sogar, glaube ich, Chulra, kann man scheinbar mit diesem Bild machen. Da ist der ein. Den killt er nicht mehr. Okay, sofort tot. Wie süß. Golem tut manchmal falsch laufen, indem ein Angreifer, der völlig alleine ist. Aber gut, KI ist ja immer so ein bisschen ein Problem. In Spielen gefällt mir immer am wenigsten am Spiel die KI. Jo. Leider sind wir noch nicht schneller. Wir haben halt nur einen solchen Ring. Und auf den Schuhen haben wir keine extra Bewegungsgeschwindigkeit. Dauert halt noch ein bisschen, aber das haben wir bald auch besser. Ich werde eventuell heute noch kurz, also in diesem Video noch kurz ein bisschen Monolith machen. Wird wahrscheinlich schon gut gehen. Ja, freue mich drüber. Drauf. Ich denke nach diesem The Burning Pier werden wir doch ein bisschen Monolithen machen. Ja, dann bekommen wir auch die besseren Items, können die schon tragen. Jo, weil Kampagne ist meistens gar nicht so wichtig. Also ich freue mich riesig auf Monolithen, auf die Kampagne zu Ende machen. Freue mich hier nicht so sehr. Musik.
müssen wir alle retten, die in der Mine Vampir gearbeitet haben. Sieht eher nach Minen aus ein bisschen, aber das ist natürlich Vampir. Ist oben also offen. Kann auch eine, unten so eine Grotte sein. Hier eine Grotte. Aber es ist natürlich oben offen. Nur wenn es brennt, halt es dunkel durch den Rauch vielleicht. Ihr seht, der Schaden ist für das Moment im Spiel echt mega gut. Also 5500, dann machen wir nicht mal mehr mit sehr starken Angriffen. Ja. Das ist eigentlich wie bei Diablo 3, der Reflekt produziert auch noch viel stärker. Aber was hilft uns natürlich gut. Reflekt am stärksten. Das erinnert mich ein bisschen an Diablo 2 mit dem Iron Maiden Curse. Eisner Jungfrau Fluch. Jo. Hat uns ja immer auch umgehauen, dass ich die schon viel gespielt habe. Ich glaube, das wurde in Diablo 2 Resurrected entfernt. Ja, ja, es wurde entfernt. Ist aber auch gut. Wir werden eventuell auch damit anfangen. Und da muss ich wahrscheinlich im Livestream mehr machen. Jetzt habe ich da auch gar nicht so viel Zeit, um vorwärts zu kommen. Mache ich zwischendurch auch wieder das natürlich. Aber PTR ist glaube ich noch aktiv. Das glaube ich noch nicht so schnell. Und ich hoffe nicht dann, wenn ich umziehe. Aber wenn ich umziehe, dann geht die Qualität auch nach oben. Weil ich dann auch mehr glauben kann. Jetzt hier in der alten Wohnung. Ein sehr schwieriger Abort. Ja, das haben wir in Deutschland so schön. Hausmeister. Absolut ein No-Go für jeden. Aber wovon bin ich endlich befreit, scheinbar. So, das ist ein recht großes Level, ne? Durchquellen. Leider sind in diesen Kisten gar nicht viel drin. Die waren früher recht lohnend und jetzt sind sie einfach überhaupt nicht mehr lohnend. Sie droppen immer kaum etwas noch. Hat den Entwicklern ein bisschen gefehlt mit dem Balancing. Gut, sie waren schon ein bisschen OP am Anfang. Beim High Level haben sie dann recht viel ausgespuckt. Resistenzen natürlich. So, schade, ein toller Skill, aber irgendwie nicht so der Bringer. Zum Beispiel bei diesem Bild. Ach,
bei anderen, ja, man opfert nicht so gerne irgendwelche Summons. Macht man schon mit Sacrifice genug und das ist ja da auch nicht gerade so der Fall. Jetzt gehen wir noch kurz zum Waypoint hier oben. Und dann gehen wir zu den Monolithen. Haben ja noch genug Zeit. Leider ist die Reichweite gar noch nicht so groß. Wir können auch nicht größer machen. Deshalb greife ich lieber an. Mit, ja. Weniger mal klicken. So, gibt's noch ein paar Gegner hier? Hier kommen noch Gegner. Okay, dann. Gehen wir also zu den Monolithen. Es wird eventuell schwer sein. Aber irgendwie wird es wahrscheinlich besser sein, wenn wir ein bisschen Schaden machen. Das wird dann die Bonis für Schaden höher machen. Genau. Also hier, glaube ich, brauchen wir nicht mehr. Wir müssen zu Dragon gehen. Und Dragon ist... da. Ich gehe, glaube ich, links, rechts, links, wenn es geht. Ja, werden wir dann schauen. Aber ich muss kurz schauen, wie das heißt, sonst haben wir das da nicht. Stolen Lands. Also das ist geupdatet, Stolen Lands müssen wir gehen. Und wir gehen direkt nach oben, dass das besser. Und das gibt uns Lancing Blow. Den Gegnern. Ja. Das sind eben so einzelne Maps, wie wir jetzt auch gemacht haben. Die Burning Docks. Und es gibt immer Bonis für die Gegner. Zum Beispiel hier auch die Totems, die herumschießen. Jo. Schaut, weil die Gegner mehr Schaden machen, sind sie schneller tot. Ja, ja. Boah, schnell die tot. Unglaubliche Ward Retention. Ja. Wir sind hier nicht mit. Wird das überhaupt nicht für unser Skill? Wir werden dann auch nicht einsetzen, scheinbar. Die Dole nicht. Nicht Sklaven, die kosten so viel. Ja. Platz. Okay, da ist noch ein Ring, den ich auch schon oft gesehen habe, aber auch ein Gegner ist. Aber wir brauchen ihn nicht, weil wir Skelett jetzt gar nicht haben. Zum nächsten guten Spine heißen sie. Ich weiß nicht genau, was auf Deutsch heißt, ein Knochenbrust. Okay, hier geht's gar nicht drum. Doch, hier geht's. Aber ich kenne ein bisschen die Map. Das macht 5 scheinbar oder so. Ich dürfte gerne sagen, ob ich falsch liege oder richtig habe. Der ist so blöd, noch. Dann muss ich noch nicht. So, wir bräuchten eigentlich eine Hälfte und Armor. Die haben wir auch. Genau, jetzt können wir hier weniger Mana kosten. Ja, bringt uns überhaupt nichts. Wir haben genug Mana. Loot-Feed ist jetzt nicht unbedingt optimal für uns. Hat zu viele Sachen hier entsagt. Dann müssen wir mal schauen. Ja, ist das etwas für uns? Also manche Gegner brauchen ein bisschen länger. Aber sobald wir bei Stone Lands sind, sind wir hoffentlich relativ schnell. Geht es dann auch richtig ab. Also dann so richtig ab.
Weil wir haben dort ein Item, das scheinbar vom Boss ist. Und an der Weg ist. Schau mal auf die Rüstung. 6 Vitalität, Minion Health. Ja, auf jeden Fall. Tragen wir. Wir tun sozusagen ja, Feuerschaden anrichten. Der Golem richtet Feuerschaden an. Und deshalb. Oh, Hick Crit Chance. Aber gut, machen wir. Ist ja jetzt noch nicht so, als würden wir irgendwie. Ja, die passieren doch Crits noch. Ja, wir sind reingegangen. Das ist schon gut. In anderen Spielen wie Pass of Exile ist es manchmal fatal. Noch nicht hier. Im Endgame würde ich vielleicht ein bisschen Angst bekommen, aber dann sind wir wieder sehr. Oh, Titan Half. Okay. Nimm es doch einfach auf. Ist doch leichter für dich spielen. Gut. Schauen wir mal kurz, was wir hier. Genau, noch mehr AOE. Sehr schön. Ja, Avalanche ist eigentlich ein bisschen stark für, also beim Gegner. Wir mit dem Primalist und dann Schamane würden ein bisschen zu wenig Schaden machen wahrscheinlich. Ja gut, vielleicht einfach zu langsam. Plague on Hit, Cooldown Recovery, die könnten wir gebrauchen dann später vielleicht. Aber was wir brauchen ist Mark on Hit. Und auch Elfheit. Bitte einmal den angreifen, der nötig ist. So. Das könnte wie schauen. Macht's aber nicht. Wir sind sehr genug. So, Mana Recognition. Genau, einmal hier. So, dann haben wir auch Haste. Ist nicht durch. Und wenn ihr ein bisschen Schaden bekommt, wie ich jetzt momentan. Dann einfach wieder rechte Maustaste spammen. So wie Blut. Schon mal die wieder volles Leben. Ich bin einmal gestorben, weil ein Gegner wahnsinnigen Schaden gemacht hat. Da weiß ich das nicht mehr, aber sonst bin ich noch nie gestorben oder war Low Level noch nie. So ein perfekter Anfängerbild. Ist einfach ein bisschen kompliziert zum ja, Hochleveln, aber das schafft ihr sicher. Genau der B, den ich auch als Gelegenheitszucker natürlich brauche. Und ja, ich spiele nur, wenn ich livestreame. Ich mache ja auch ein eigenes Spiel bald und habe ich keine Zeit. Ich muss sehr viel lernen. Ja, und mit der anderen Engine 5.1 da gut. Spiel entwickeln können. So. Also hier ist mal ein Punkt. Ah, da muss ich auch noch 3 Punkte. Mist habe ich es ja nicht gemacht. Wenn wir jetzt machen, dringendst. Die nächsten 4 Levels. 3 Levels muss ich dort rein investieren. Aber jetzt gar nicht gesehen. Wunderbar. Er war mir mega easy. Das war diese Blume. Ich nenne sie einfach Blume, es ist ein Biest, das hat den Blumenkranz um den Kopf hat. Also eine Blüte. Ohren ringsum. Nein, einfach eine Blüte.
Genau. So, noch 5 Minuten. Ich denke, ja, noch bis 30 Minuten. Und wenn ich sehe, er schaut weniger, dann mache ich einfach kürzer. Ich gehe rechts herum. Auch wieder Krit. Dann gehe ich gerade raus. Ich will nicht Doppelkrit euch zeigen. Nein, ich will nicht sterben. Okay, das ne. Ist sau cool. Mag ich nicht sehen. Ist ja nett. So langsam macht der Golem selber auch viel Schaden. Ich weiß nicht, ob ich habe immer so Lust, diese Dinge zu benutzen. Hängen wir drücken. Okay, sie, ja, sie sind schon ein bisschen hängen über Rücken. Reißbrücken. Irgendwie sehr motivierend. Und hier ist ja sonst total noch. Aber in der Zukunft. Wenn hier überall wild ist. Okay, Resistenzen nehme ich gerne mit. Also haben wir gar nicht. Okay, hier ist sonst gar nichts. Ja gut. Kann ich hier überall etwas sein, ne? Okay, wir müssen wieder hoch. Genau, schön mal die Beine rein. Und die Bolzen rein. Repetieren. Nicht so oft. Jetzt hat doch so Dr. Basler. Ich kann schon Dr. Bravo sagen, und das ist voll. Und dann besiegt von mir. So. Wir haben keine Chance, sie sind zuerst angreifen. Ja, er steht fast gleich. Beim Angriff. So, einfach ein bisschen spammen und dann habt ihr schon die dickeren Gegner besiegt. Komm, wir machen noch einen. Gut, dann, jo, mache ich bald weiter. Dankeschön fürs Schauen. Und viel Spaß noch mit anderen Videos. Egal von wem, was ihr los habt. Oder auch nicht. Ja, ich denke, noch nicht so schnell bei euch. Gute Nacht. Weil das Video wahrscheinlich morgen am Sonntag am Morgen kommt. Was haben wir denn für ein Datum? Der 4. glaube ich. Ja, der 4. Februar. Gut, dann machen wir das nächste Mal hier weiter. Tschüss. Jo. Und viel Spaß. Tschüss.